Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Gelb. Ist lange her. Es ist tatsächlich lange her, aber das ist unser Team. Wir haben Pikachu, ein Mewpew, ein Gyarados, Nidorino, Glumanda und Bisasar momentan. Die zwei hier unten müssten vielleicht noch ein bisschen trainiert werden, fällt mir da gerade auf. Aber ansonsten bin ich soweit ganz zufrieden, denke ich. Deswegen werde ich jetzt auch erstmal meinen Bisasar, das wird nämlich eventuell ziemlich praktisch sein, hier an erste Stelle setzen und hoffen, dass ich damit ein bisschen vorankomme. Ansonsten dürften wir hier in Azuria jetzt fertig sein soweit. Ich habe zwei Orden. Ich habe mir einen Mew gefangen. Ich habe... müsste eigentlich alles soweit so klar sein. Deswegen bricht mir scheinbar die Stimme ein bisschen weg. Das macht aber nichts. Wir gehen weiter nach unten Richtung nächste Stadt. Richtung Orania City dürfte das sein. Und gucken uns doch tatsächlich mal das Haus hier noch an, das wir hier noch rumstehen haben, wo ich die ganze Zeit mehr oder weniger dran vorbeigelaufen bin, weil ich halt weil ich eben trainiert habe. Und aber ich glaube, wir waren nie wirklich in dem Haus, deswegen machen wir jetzt noch kurz. Allerdings muss ich zuerst mal hier das Taubsi aus dem Weg räumen. Taubsi, geht weg. Von euch habe ich echt genug gesehen. Und Bisasam erreicht Level 16. Sehr schön. Ach stimmt, deshalb habe ich Bisasam nicht weiter trainiert. Weil Bisasam entwickelt sich. Zu Bisaknosp werde das gedacht. Mein Gott, vielleicht gucken ja tatsächlich Leute zu. Ich bezweifle es. Kann man eigentlich auch einen Punkt hinmachen, aber die Pokémon Rot, Gelb, Grün, Blau tatsächlich noch nie gesehen haben und sich vielleicht auch gar nicht so mit Pokémon auskennen. Und ja, Bisasam entwickelt sich zu Bisaknosp. Sieht ganz cool aus. Und was haben wir hier? Ich leite diese Pension. Soll ich eines deiner Pokémon großziehen? Nein, danke. Aktuell nicht. Aber stimmt, es gab tatsächlich schon eine Pension in der ersten Generation. Das ist auch was, was man gerne mal vergisst, weil das Züchten von Pokémon bzw. halt die Eier erst in der zweiten Generation kam. Und deshalb die Pension in der ersten Generation ein bisschen seltsam erscheint. Aber gut, ich schiebe Wache. Oh, ich bin so durstig. Halt, stopp! Der Durchgang ist gesperrt. Ich schiebe hier Wache. Oh, ich bin so durstig. Halt, stopp, der Durchgang ist gesperrt. Das ist ein seltsamer Satz. Ich meine, nett, dass er uns die Information gegeben hat, aber der Satz an sich ist seltsam. Vor allem, dass er das sagt. Aber wir haben zum Glück eine Ausweichroute, nämlich den Tunnelpfad von Azuria City nach Orania City. Und der ist ziemlich Pokémon-frei. Was auch ziemlich praktisch ist. Und besitzt du ein Tragosso, tue ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass ich es, wenn, dann gegen einen Mashok tauschen würde. Das wäre irgendwie ein bisschen seltsam. Und theoretisch kann ich hier tatsächlich komplett alles absuchen, weil hier irgendwo liegen Items rum. Okay, das war mein Pikachu. Hallo Pikachu. Pikachu. Ja, es ist halt wirklich, hier liegen... Im Tunnelpfad liegen Items rum und Gott weiß wo. Also mal abgesehen davon, dass ich wahrscheinlich im Lösungsbuch sehen würde, wo sie rumliegen. Das Path weiß es tatsächlich. Das hat mich sehr überrascht, weil ich habe ihr dann später gesagt, dass ich im Tunnelpfad tatsächlich genauso wie hier eben jetzt rumgeklickt habe und gehofft habe, dass ich irgendwo mal ein Item finde. Zum Beispiel hier das X-Spezial. Nicht unbedingt, was ich gesucht habe, aber es ist immerhin ein Item. Und sie geht halt wirklich hin, geht in den Tunnelpfad. Und ich glaube, beim ersten Versuch geht an die Stelle, schnappt das Item. Sie hat genau gewusst, wo das Item rumliegt, was mich echt überrascht hat. Aber, mein Gott, wenn man ein gutes Gedächtnis hat, dann, ja, ich vergesse halt alles nach 5 Minuten wieder. Das...
Gut. Schon viele Leute haben Dinge auf dem Tunnelpfad verloren. Hier auch der subtile Hinweis, dass es tatsächlich Items gibt auf dem Tunnelpfad. Und wisst ihr was? Wenn ich hier einen Visa Knosp habe, dann möchte ich doch auch noch meinen Glumanda kurz auf Level 16 leveln. Und hier liegen bestimmt auch noch irgendwo Items rum. Muss ja fast. Muss ja. Aber bevor ich mich hier tot suche, gehe ich doch lieber den Weg und kämpfe gegen meinen nächsten Trainer auf dem Weg nach Orania City. Man findet hier draußen nicht viele Käfer. Dann geh zurück in den Wald und lass mich in Ruhe. Bitte. Ne? Okay. Käfersammler möchte kämpfen. Kein Problem. Mit Hornyu sind wir bei Glumanda noch auch ganz gut beraten, denke ich mal. Es sei denn, ich täusche mich jetzt und Feuerattacken sind neuerdings nicht mehr gegen Käfer-Pokémon effektiv. Doch, die Attacke ist sehr effektiv, das ist gut. Dann, Glumanda, mach du mal weiter. Mach die Käfer hier fertig und entwickle dich. Oh yeah. Als nächstes kommt Raupi, das schaffen wir mit Glumanda doch auch ohne Probleme. Ah, was? Allerdings nicht mit Heuler. Ich war so damit beschäftigt, auf den A-Knopf zu drücken, dass ich irgendwie nicht weit genug nach unten gekommen bin und tatsächlich Heuler dann eingesetzt habe. Was? Gerade gegen das Raupi hier, wo ich weiß, dass ich gegen Gewinne macht, Heuler überhaupt keinen Sinn. Nein, ich möchte auch nicht wechseln. Ich möchte ganz gern dieses Hornliu mit Glut auch noch fertig machen und dann ein entwickeltes Glumanda in meinem Team willkommen heißen. Hornliu brennt. Sollen wir Hornliu einfach... Nein, und ich bin vergiftet. Natürlich, von einem blöden Giftstachel. Brenne! Und ich setze jetzt extra Heuler ein, weil ich möchte, dass dieses Hornliu leidet. Das Blöde ist allerdings auch, dass mein Glumanda dadurch natürlich auch leidet, was eigentlich uncool ist, aber... Stirb, Hornliu, stirb! Vergiftet hier mein Glumanda, ich fass es nicht. Und nein, ich beliebe nicht zu scherzen. Mein Glumanda entwickelt sich und du bist dran Naja gut, er ist nicht dran schuld unbedingt und hallo, ich bin noch da. Tada! Glumanda wurde zu Glutexo! Nur noch eine Entwicklung von einem der coolsten Pokémon entfernt. Und stimmt, meinem Glumanda geht es jetzt natürlich nicht gut, aber ich denke mal, das mache ich alles aus Liebe. Lass mich allein. Was genau macht der aus Liebe? Aber um meinen Satz noch fertig zu sprechen. Meinem Glumanda geht es zwar gerade nicht gut, aber ich denke mal, beziehungsweise meinem Glutexo geht es gerade nicht gut, aber ich denke, bis zum nächsten Pokémon Center wird es das aushalten, denn Orania City ist gar nicht mehr so weit entfernt. Auf der anderen Seite, dieses Ultrigaria hält ein bisschen mehr aus wie die kleinen Pflänzchen, kleinen Käfer. Ich bin verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Nicht unbedingt lang geschlafen heute Nacht. Das ist okay. Ist alles gut. Zum Glück ging Wickler daneben, weil Wickler sind so Angriffe, die hier in der ersten Generation ja wirklich elend nervig sind. Und Glutexo erreicht Level 17, das heißt, wir haben noch mal ein paar KP mehr Zeit, um tatsächlich am Pokémon Center anzukommen. Und dann setze ich doch einfach mal Nidorino ein, weil ich glaube, dass die Göre hier wiederum ein normales Pokémon besitzt. Ich glaube sogar ein Pummeluff oder sowas. Und sie trainiert hier auch für ihren Liebsten, also die zwei... Nervig verliebt. Pfadfinderin ist gar keine Göre. Und setzt ein Tragosso ein. Tragosso ist, glaube ich, wegen dem Boden gar nicht so cool mit Doppelkick hier. Aber ist da was? Dann setzen wir doch einfach mal unser Visa Knosp ein. Gucken uns das Sprite. Das Sprite. Einfach mal an. Mit Rutenschlag haben wir zum Glück nichts verloren. Einmal Rankenhieb und dann... ist die Sache wahrscheinlich noch nicht gegessen, aber immerhin, Pflanzen ist effektiv gegen Boden. Deswegen an dieser Stelle
leichtes Spiel für Bisa Knosp, außer natürlich, dass ich vergessen habe, dass Bisa Knosp ja auch ein Gift-Typ ist. Also Pflanze-Gift und deswegen gegen Bodenattacken genauso schwach ist. Und Katze tatsächlich nicht hingekriegt, das Torkosu hier fertig zu machen. Ich fand, das sah aus, als hätte Rankenhieb die Hälfte geschafft. Ich weiß ja auch nicht. Ich war wirklich der Überzeugung, dass es reicht. Aber naja, zum Glück mache ich keinen Nasslock und werde ich wahrscheinlich aus genau solchen Gründen werde ich das nie machen, weil ich das nicht einschätzen kann. Und gerade bei der ersten Generation war das doch ziemlich übel ist hier mit den gegnerischen Trainern. Also dich habe ich noch nie gesehen. Bist du ein guter Trainer? Auf jeden Fall. Abgesehen davon, dass meine Pokémon ständig ohnmächtig werden, bin ich ein sehr guter Trainer. Smetbo! Und ich habe Nidorino noch an erster Stelle. Das passt ja jetzt nicht so. Und Nidorino ist paralysiert. Das eigentlich sollte ich an dieser Stelle das Pokémon wechseln. Aber ich glaube, dass dieses Smetbo eins dieser lustigen Smetbos ist, die keine Attacke haben, die tatsächlich schadet. Ich glaube, das ist tatsächlich dieses Smetbo. Eigentlich müsste ich ein paar Mal Heuler einsetzen, um das Ganze zu bestätigen. Aber ich glaube, dieses Smetbo kann Giftpuder, Stachelspore, Ultraschall und Schlafpuder oder sowas. Auf jeden Fall vier Attacken, die mich zwar ziemlich nerven, allerdings keinen Schaden machen, außer eben, dass Superschall theoretisch mich verwirren könnte und ich mich dann selbst verletze. Aber Smetbo an sich kann mir tatsächlich nicht schaden, von daher ein Level 20 Smetbo sehr gut zum Trainieren. In diesem Fall Nidorino auf Level 21. Und ja, Käfersammler nicht mit wirklich vielen Käfern, aber ich bin ein zu guter Trainer für ihn, deswegen mache ich mich jetzt mal auf den Weg. Werd hier kurz nochmal Nidorino mit, was wechsle ich denn aus? Ich nehme einfach mal Pew an erster Stelle. Oder sollte ich meinen Glutexo vielleicht ein bisschen trainieren? Ich weiß es nicht. Aber wir möchten einen Pew kämpfen sehen. Deswegen Dame Nummer 1, fordere mich heraus. Kämpfen meinst du mich? Na gut. Ich finde es auch so witzig, Also das klang so, als wenn ich sie herausgefordert habe. Dabei bin ich nur an ihr vorbeigelaufen und sie kam auf mich zu. Was soll ich denn da? Da kann ich ja nicht, also bin ich ja nicht, ne? So, und wir sehen einen Pew kämpfen, und zwar mit Mega-Hieb. Wandler möchte ich an dieser Stelle nicht einsetzen gegen einen Taubsi. Ich denke, das wäre relativ unnötig, mal abgesehen davon, dass der Mega-Hieb dieses Taubsi weg taubsieht. Taubsieht. Und wir haben noch einen Taubsi als nächstes, und ich möchte das Pokémon nicht wechseln. Ich denke, ein weiteres Mega-Pew, und dann ist die Sache gegessen. Und ein letztes Taubsi, wo wir tatsächlich dann einfach mal nicht das Pokémon wechseln, sondern Wandler einsetzen, einfach weil ich es kann. Und weil wir dann ein super Taubsi haben. Yay. Das ist halt, naja, weiß ich nicht. Windstoß hat nur 5 von 35 AP nur noch. Das hat alles nur 5 von... Achso, das ist wahrscheinlich so... Es war damals wahrscheinlich so. Ist das heute immer noch so? Ich nutze Wandler echt selten bis gar nicht. Mit 5 AP jeweils nur. Ist das echt? Was passiert danach? Setze ich dann Verzweifler ein oder verwandle ich mich nochmal zurück? Würde mich an dieser Stelle auch interessieren. Ich finde es übrigens auch ziemlich geil, dass das gegnerische Taubsi, glaube ich, immer noch schneller war als ich. Was sehr, sehr komisch ist. Aber gut. Das war ein Pew. Was wollen wir noch sehen? Garados, dann haben wir nämlich alles. Ist ja auch Wasser in der Nähe, das passt dann ganz gut. Hörte ich da jemandem von Kämpfen sprechen? Ja, ja, die Pfadfinderin neben mir. Kämpf doch bitte mit ihr. Mal abgesehen davon, dass mir die Erfahrungspunkte wahrscheinlich durchaus nützlich sind, setzt er hier ein Habitak ein. Ich habe ein Wasserflug-Pokémon, er hat ein Flug-Pokémon, ich habe nur Normalattacken, also typmäßig völlig schnurz, ein Biss und das Habitak ist gefressen. Radikal dagegen könnte ein bisschen mehr Schaden machen, aber ich denke, mein Garados hat eine durchaus gute Verteidigung und kann das ab.
Zumal Radikal hier dank meinem Biss ausgewichen ist. Sprich, nicht meinem Angriff ausgewichen, sondern Radikal ist ausgewichen anzugreifen. Quasi, also es hat sich dafür entschieden, nicht anzugreifen, sag ich mal so. Und ich mag meinen Gyarados. Es ist fast schade, dass wir in der nächsten Stadt ein Pokémon kriegen, das Gyarados wahrscheinlich dann ersetzen wird. Weil ich mag Gyarados tatsächlich. Mein Gyarados mag ich jetzt irgendwie. Habe ich mich dran gewöhnt, dass ich einen Gyarados habe. Aber wie dem auch sei, es wird Zeit, Clutexo zu retten. Deswegen laufen wir hier ganz schnell zum Pokémon Center. Das da wäre... nicht hier auf jeden Fall. Hier auch nicht. Wo ist denn dieses Pokémon Center hin? Da ist es. Clutexo! Vier war durchaus knapp. Es war durchaus knapp für Clutexo, aber wir sind in Orania City und ich würde sagen, wir nutzen die Zeit und gucken uns hier in Orania City auch gerade mal noch kurz um. Meine Pokémon sind wieder topfit, das ist doch gut. Ich komme auch jederzeit wieder vorbei, habe ich kein Problem mit. Beziehungsweise, was wir tun könnten eventuell, was vielleicht ganz praktisch wäre, wäre Nidorino abzulegen und uns ein Boden-Pokémon zu fangen. Das könnte man durchaus machen, oder? So, schauen wir den PC ein. Verbindung. Bla bla bla. Ablegen. Nidorino, tut mir leid. Auf Wiedersehen. Wobei, hatte ich Nidorino nicht Schaufler beigebracht? Habe ich nicht irgendeinem Pokémon Schaufler beigebracht? Gut, ihr nicht. Bist du Schaufler? Kannst du Schaufler? Nee, guten Geowurf. Du sowieso nicht. Du wahrscheinlich auch nicht. Ja, dann bleibe ich vielleicht doch bei Nidorino für den Moment. Ich meine, Nidorino ist ohnehin stärker als Dicta und Dictri, die ich mir hätte fangen können. Und ich muss sowieso durch die Dicta-Höhle irgendwann später. Deswegen nehme ich Nidorino nochmal mit. Bin mir sicher, dass ich dem Schaufler beigebracht habe. Wie gesagt, für mich ist es genauso lange her wie für euch. Habe ich allerdings nicht. Habe ich noch keinem Schaufler beigebracht? Kann hier nicht irgendwer Schaufler lernen? Schaufler. Ja, bitte. Clutexo oder Pew? Ach, nur die beiden können Schaufler lernen. Das ist ja doof. Aber dann bringe ich das an dieser Stelle Clutexo bei. Denn Clutexo kann Heuler verlernen. Auf der anderen Seite Clutexo kriegt noch viele Attacken und Verlernschaufel irgendwann. Zugegeben Pew wahrscheinlich auch, aber da Pew momentan Wandler kann, kann ich Wandler auch einfach vergessen. Hätten wir eine Wasserattacke, zwei Normalattacken und eine Bodenattacke. Ich denke, das ist ganz cool. Für das Pew und was ist mit dir? Auch wenn sie den gleichen Level haben, können die Fähigkeiten von Pokémon trotzdem verschieden sein. Das Pokémon eines Trainers ist stärker als ein wildlebendes. Das heißt, umso niedriger das Level ist, in dem man ein Pokémon fängt, desto besser ist das Pokémon am Ende, da man es eben selbst trainiert. Mein Pokémon wurde vergiftet, das Gift hat es lange nach dem Kampf besiegt. Ja, das hat ein Gift, das ist halt Gift, ne? Stimmt, dass ein Pokémon mit einem hohen Level sehr stark ist, allerdings haben alle Pokémon Schwächen. Die richtige Attacke kann sie leicht besiegen. Daher gibt es kein Universal-Pokémon, das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. So, was haben wir hier? Ich bin der Profi-Angler, ich liebe den Angelsport. Angelst du auch gerne? Ja, warum eigentlich nicht? Klasse, du bist mir sympathisch. Nimm das hier und geh angeln, junger Freund. Nimm dies und geh angeln. Angeln ist meine Leidenschaft. Suche in Seen und Flüssen
und lande den großen Fang. Mache ich vielleicht tatsächlich sogar. Nicht unbedingt jetzt. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber so irgendwann. Hast du gesehen, die MSN ankert im Hafen? Ja, das, also gesehen habe ich es noch nicht, aber ich weiß es. Deshalb bin ich irgendwie hier. Wir sind sehr umweltbewusst. Wir haben gehört, dass Slimer sich in giftigem Dreck wohlfühlt und entwickelt. Tja, das ist halt cool, ne? Orania City, die Hafenstadt der einmaligen Sonnenuntergänge. Deshalb ist es ja auch so orange, deswegen, also weil wahrscheinlich die Sonne untergehen wird. Beziehungsweise untergeht momentan. Ich möchte auf diesem Land bauen. Mein Pokémon ebnet den Boden. Und es ist ein Machok. Mama-Schock. Liegt doch bestimmt auch irgendwo ein Item rum. Liegen überall Items rum und ich finde keine. Aber das ist okay. Damit kann ich leben. Was bist du denn? Wenn ein Pokémon eine VM-Technik erlernt hat, kann es sie nie wieder vergessen. Das ist bis heute noch so und es nervt. Überlege dir gut, welchen Pokémon du eine VM gibst. Ja, danke für den Hinweis auf jeden Fall. Was haben wir hier noch? Pokémon Fanclub. Alle Pokémon-Fans sind willkommen. Das ist auch schön. Und Pikachu hat wohl was entdeckt. Und ist verliebt. Unser Pikachu ist verliebt. Ist es nicht süß? Ist es nicht süß? Guckt euch das an. So viele Herzen, denn unser Pikachu ist verliebt. Und zwar in ein... Huch, sorry. Das wollte ich nicht. Und zwar in ein Pipi. Pikachu ist in Pipi verknallt. Wer hätte das gedacht? Hat mein Pipi nicht einen wunderschönen Schweif? Ja, scheinbar, ne? Ein Bild von einem Imitak. Mein geliebtes Imitak. Also nicht meins, sondern das geliebte Imitak des Vorsitzenden, der sehr gerne über Pokémon redet. Deswegen reden wir mit dem doch einfach mal. Ich glaube, das wird sich lohnen. Jetzt haben wir hier noch einen Yugong. Ein Yurop. Noch nicht ein Yugong, sondern nur ein Yurop. Ja, auch irgendwie putzig. Du meine Güte, mein Yurop ist viel hübscher. Achso, als das Pipi da hinten wahrscheinlich. Und haben hier einen, ist das ein Ponita oder? Das hier ist schon ein Galoppa, oder? Mein geliebtes Galoppa. Ah ja, Galoppa sind schöne Pokémon, definitiv. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs. Ich habe mehr als 100 Pokémon gefangen. Ich bin sehr kleinlich, wenn es um Pokémon geht. Also, bist du hergekommen, um etwas über meine Pokémon zu hören? Natürlich. Sehr schön, dann hör mir zu. Am liebsten mag ich Galoppa. Es ist süß, schön, klug und aufregend. Stimmst du mir zu? Es ist majestätisch, freundlich. Ich liebe es. Wenn es schläft, warm und kuschelig, spektakulär, hinreißend. Ups, wie die Zeit vergeht. Ich halte dich auf. Danke, dass du mir zugehört hast. Nimm dieses Geschenk von mir. Wenn es denn so einfach wäre. Und ja, wir haben einen Radcoupon erhalten. Dafür erhalten wir ein Fahrrad. Sorge dich nicht um mich. Ich kann mit meinem Imitak fliegen. Ich brauche also kein Fahrrad. Ich hoffe, du fährst gerne Rad. Geht so, ist anstrengend. Aber in diesem Fall mache ich da durchaus mal eine Ausnahme und gehe mir gleich das Fahrrad holen. Allerdings gucken wir uns zuerst mal hier in Orania City noch um. Dann holen wir uns das Fahrrad, gehen auf die MSN. Alles cool. Hier, die Polizisten hat ein Shiggy gefangen, aber dieses Pokémon macht nur Dummheiten. Ich denke, ein guter Trainer sollte Shiggy richtig erziehen können. Habe ich kein Problem mit. Gib's mir. Allerdings gibst du es mir halt im Moment noch nicht, weil dafür brauche ich erstmal den nächsten Orden. Hier wahrscheinlich ein Brieftaubsi. Ich lasse Taubsi einen Brief nach Saffronia City im Norden bringen. Ja, genau, ein Brieftaubsi. Liebe Niki, ich finde es auch schön, dass wir ja einfach den Brief lesen können, so einfach ohne irgendwas zu machen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wie ich höre, stiftet Team Rocket in Saffronia City Unruhe. Verdammt. Hier in Orania City scheint es sicher zu sein. Nun gut, heißt für uns eigentlich auch nur, dass wir in Orania City, Quatsch, in Saffronia City auch noch aufräumen müssen. Hier geht's erstmal nicht weiter, da geht's nämlich zur Dicta-Höhle und sonst irgendwo hin. Das heißt, wir gehen nochmal kurz in den Markt, nachdem ich geguckt habe, was ich noch so brauche. Ich habe 25 Pokebälle, die brauche ich demnächst nicht. Ich habe 20 Tränke. Das ist ganz gut. Ich glaube, hier gibt es aber auch schon Supertränke und ich habe genug Geld. Vielleicht hole ich mir deshalb... Ich habe nicht genug Geld. Dammit, aber ich nehme mir mal zwei Supertränke noch mit.
Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn es weitergeht mit Pokémon und dem Fahrrad. Auf jeden Fall mal. Und dem Boot. Fahrrad, Boot. Pew. Pew.